oben schon gesehen, tatsächlich im Golfclub Heidelberg-Lovenfeld. Der Ball ruht entsprechend auch für die Golfer. Hurley Long ist bei uns, Deutschlands Golfer des Jahres 2019, Mitglied im Golfclub Mannheim-Firnheim und Profigolfer auf der Challenge Tour, also der zweithöchsten Tour in Europa. Was machen Sie momentan? Ja, ist natürlich schwierig. Ich meine, die Golfplätze sind gesperrt. Aber man muss natürlich trotzdem im Training bleiben, ist keine Frage. Ist aber auch eine gute Option, jetzt mal viel zu reflektieren. Ich meine, im Golfsport ist nicht anders wie im Leben. Wenn man erfolgreich sein möchte, dann fängt das alles hier im Kopf an. Und es ist natürlich eine tolle Zeit, sich selbst zu reflektieren, sich selbst besser kennenzulernen, zu lernen, was macht mich erfolgreich, was braucht es, erfolgreich zu sein. Ja, und das kann ich natürlich jetzt da besser hingehend Zeit rein investieren als sonst natürlich. Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Also auf der Challenge Tour haben Sie ja die volle Spielberechtigung. Ja. Jetzt gerade in der Premierensaison, dass sie so abläuft, das hätten Sie sich natürlich auch nicht irgendwie gewünscht. Wie geht es da weiter? Ja, ist natürlich eine Situation, da weiß keiner Bescheid. Ich bin ja auch Teilmitglied der European Tour und der CEO der European Tour schickt uns wöchentlich E-Mails, in denen er beschreibt, dass sie selber nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die Idee ist natürlich, so viele Turniere wie es geht, nur zu spielen dieses Jahr noch, um die Dinge so nah es geht an der Normalität zu behalten. Sie haben sich, ich habe gehört, dass jetzt die Chance besteht, wenn die ganze Sache sich etwas bereinigt, 3-Tagesturniere zu spielen und davon 2 die Woche für weniger Preisgeld. Also normalerweise sind es ja 4 Tage. Genau, normal sind es 4 Tage, einfach um so viele Turniere zu spielen, wie es nur geht halt. Also natürlich auch hat das Einflüsse auf den Mannschaftsbetrieb. Jetzt, ja. Klar, sind Golfer natürlich teilweise auch sehr erfinderisch, ein guter Freund von Ihnen auch und ja, Spielkollege Alan John postet da momentan fleißig Videos. Können wir uns mal anschauen, was er da alles so zu Hause treibt, wie er sich da die Zeit vertreibt. Also mit Klopapier, klar, Klopapier-Challenge. Ist es bei Ihnen ähnlich? Ich habe bisher noch nicht so viel Zeit damit verbracht. Wenn ich aber seine Videos angucke täglich, dann überlege ich mir natürlich auch, vielleicht könnte ich das sogar übertrumpfen. Mal gucken. Ja, ja. Wie ist da auch so der Austausch unter den Golfern über die aktuelle Situation? Ja, ich meine, jeder reagiert anders darauf. Manche sagen sich, das ist jetzt Zeit für mich, um abzuschalten. Ich mache jetzt nichts, gucke Fernsehen, spiele Star Wars auf dem Handy. Andere arbeiten viel an Fitness. Klar reden wir miteinander wie sonst, aber ich würde sogar behaupten, dass weniger von Golf die Rede ist als sonst, gar keine Frage. Mannschaftsspielbetrieb, der ist ja momentan natürlich auch ausgesetzt. Ja. Wie sieht es da aus mit den Aussichten? In der deutschen Golfliga ist es jetzt so angesetzt, dass 5 Wochen vor den jeweiligen Spieltagen entschieden wird, wie ist die Situation, wie ist die Lage, wie ist die Sicherheit, wie ist die von den Behörden, wie ist es aufgesetzt und dann wird entschieden, wird dieser Spieltag gespielt oder nicht. Ich hoffe für jeden Menschen auf der Welt, dass die Situation sich nicht noch viel mehr verschlimmert und dass es, sobald es geht, zurück zur Normalität geht. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir alle dazu beitragen, dass es schnell besser wird. Und da hat die deutsche Golfliga vielleicht sich hinten anzustellen erstmal. Ja, also erstmal die Gesundheit natürlich nach vorne, wenn wir trotzdem jetzt mal auf Ihre persönlichen Ziele dann auch schauen, gesund bleiben, ganz vorne angestellt, aber dann möglicherweise, wenn auch wieder der Ball durch die Luft fliegen kann, was haben Sie sich noch vorgenommen für den Rest der Saison? Ja, gut, mein Ziel war ganz klar, mich für die European Tour qualifizieren, also eine volle Berechtigung, das ist auch weiterhin mein Ziel. Ist eine komische Situation, man ist, ich bin in meinem Leben wo ich jetzt eigentlich die Welt erobern will, sozusagen, und jetzt auf der Couch daheim zu sitzen, da stellt sich das natürlich erstmal hinten an. Nichtsdestotrotz mache ich, was ich kann, um fit zu bleiben, mich im Kopf weiterzubilden, schlauer zu werden, glücklicher, besserer Mensch zu werden. Weil diese Balance auch so wichtig ist? Ja, also meiner Meinung nach ist nicht nur im Golfsport, sondern im Leben der Kopf sehr, sehr vernachlässigt. Ich meine, jeglicher Erfolg, sei es Glück im Leben oder Erfolg in der Arbeit, fängt im Kopf an. Und das ist jetzt eine Chance, das zu nutzen, da schlauer zu werden. Ja. Also eine Zeit, die man so auch sehr effizient und effektiv nutzen kann. Hurley Long, erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Toi, toi, toi. Danke. Auf persönlicher Ebene und natürlich auch, dass es dann mit der Liga bzw. auch der Challenge Tour dann schnellstmöglich weitergehen kann. Danke für den Besuch.